Guten Abend. Ich versuche auf Deutsch mich auszudrücken, aber deswegen muss ich lesen. Also, ich habe mich unterwegs ab März dieses Jahres erst in diesem spannenden Abenteuer mit einbezogen. Als ich von der Vollgeldinitiative hörte, habe ich sofort ohne Zögern mitmachen wollen. Es war für mich deutlich, dass diese Initiative ein ehrlicher Kampf gegen den Teufel war. Ich habe mich also nach Kurt Specht als Koordinator für das Sammeln in der Romandie engagiert. Da habe ich Verschiedenes gemacht, so als Übersetzungen, Telefonaten, französische Mail beantworten, Journalisten und Medien informieren, eine Konferenz organisieren und solche Sachen. Aber ich habe viel Vergnügen in all diesen Tätigkeiten gehabt. Das Besondere war aber das Sammeln auf der Straße. Ich habe mich ein Minimum von 500 Unterschriften gesetzt und habe schließlich über 800 gekriegt. Also sowas hatte ich nie gemacht und es war manchmal eine schwierige, aber auch oft erfreuliche und immer reiche Erfahrung. Man musste mit Mut und Energie bereit sein. Es hat aber vielmals Mut und Energie gebracht, wenn sie zuerst nicht da waren. Nach einigen Stunden von hoher Aufmerksamkeit hat sich eine schöne Erschöpfung lassen fühlen, ein bisschen wie nach einem guten Sporttraining. Der Kontakt mit den Leuten war oft nicht ruhig, denn das Thema des Geldes ist mit vielen Emotionen geladen und ist auch ein Tabu. In der Vielfalt der Haltungen kommen mir einige vor. Diejenigen, die über das Geld mit Hochmut stehen, mir ist das Geld nicht das Wichtigste im Leben. Die Unbefugten, es ist keine Sache des Volkes, lasst doch das in der Hand der Spezialisten. Die Ignoranten, die schon alles besser wissen und böse auf irgendein Widerspruch werden. Die Passagiere der Titanic, solange ich in Urlaub fahren kann, geht alles gut. Die Leugner, nein, das stimmt nicht, die Banken machen kein eigenes Geld. Ich weiß es, ich arbeite in einer Bank. Die wütenden Pessimisten, damit werdet ihr nichts erreichen können. Unsinn. Und so weiter und noch viel mehr. Zum Glück, es ist ein bisschen, ich habe nicht so viel Licht, deswegen. Also zum Glück auch Unterstützer. Egal, ob sie das Mechanismus wirklich verstanden haben oder nicht. Sie haben angefangen zu sehen, dass der König nackt war. Die Lügen passen ihnen nicht mehr. Diese Leute haben manchmal große Hoffnungen in unsere Initiative gesetzt und waren uns sehr dankbar.
Solche Momente sind für mich wertvoll gewesen, denn sie waren eine Bestätigung, dass ich was Wichtiges machte. Sollte unsere Initiative bei der Abstimmung fallen, alle diese Informationen, Arbeit und all diese Informationsarbeit in der Sammelphase und die wir noch in der Kampagne machen werden, wird einen großen Beitrag für die Wahrheit gelegt haben. Das war für mich eine ausreichende Motivation und Grund, um sammeln zu gehen. Ich bin der Initiative, allen ihren Initianten und Unterstützern dankbar. Und zum Schluss möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die süß war. Ein Vater mit seinem Sohn ist zu mir gekommen und wollte unterschreiben. Und das Kind sagte, was machst du, Vati? Und er sagte, na, ich unterschreibe eine Initiative. Aber warum? Ja, frag doch den Herrn. Also ich bin so, ach, es geht um, wer das Geld macht. Weißt du das, wer das Geld macht? Und das Kind, die Chinesen.